Heute früh haben wir das Thema des Assoziierungsabkommens dadurch gehabt, dass das Assoziierungsabkommen in seinem politischen Teil von der Ukraine und von uns als Mitgliedstaaten der Europäischen Union unterschrieben wurde. Es ist die Einigung auf eine gemeinsame Wertebasis, auf Demokratie, Menschenrechte, auf Rechtsstaatlichkeit. Es ist auch ein Zeichen der Solidarität und es ist eine sehr konkrete Basis für die Zusammenarbeit der EU mit der Ukraine, zum Beispiel im Rahmen des politischen Dialogs, der sich natürlich auch auf die innenpolitisch notwendigen Reformen konzentrieren und erstrecken soll. Natürlich ist die Unterstützung der Ukraine für uns auch weiter im Fokus und deshalb wird ja auch daran in vielen Facetten gearbeitet, jetzt vorrangig auch beim IWF. Damit verbunden sind dann auch die Auszahlungen der makroökonomischen Hilfsleistungen der Europäischen Union. Die OSZE-Mission hat weiter Priorität. Daran wird auch in diesen Stunden gearbeitet. Und Sie wissen, dass wir uns gestern Abend auch auf weitere Sanktionen geeinigt hatten. Die Veröffentlichung der Namen im Amtsblatt der EU wird im Laufe des Nachmittags erfolgen. Wir haben uns dann gestern, darüber hatte ich noch nicht berichtet, mit der Wirtschaftslage im Rahmen des europäischen Semesters befasst. Dies ist eigentlich eine Diskussion, die schon einen ganzen Rat ausfüllen könnte. Und insofern will ich hier noch einmal einige Eckpunkte nennen, die für uns sehr wichtig sind. Erstens, dass wir sagen können, die Eurozone hat die Rezession verlassen. Wir haben erste Wachstumssignale. Ungleichgewichte werden abgebaut und die Konsolidierung schreitet voran. 2014 wird das Defizit der Eurozone insgesamt wieder unter 3% des Bruttoinlandsprodukts liegen. Dennoch haben wir gestern festgestellt, dass die Erholung nach wie vor fragil ist und dass die Stabilisierung der Arbeitslosigkeit leider auf einem sehr, sehr hohen Niveau erfolgt. Und deshalb muss nach wie vor genau an diesem Punkt gearbeitet werden. Hierfür ist natürlich besonders wichtig, dass wir die industrielle Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Wir müssen sagen, dass wir in der Zeit von 2000 bis 2013 Anteile verloren haben der industriellen Produktion am Bruttoinlandsprodukt, etwa von 18% auf 15%. Und wir haben uns festgelegt und vorgenommen, dass wir bis 2020 diesen Trend wieder umkehren wollen. Das heißt, dass wir wieder ansteigende Anteile der Industrieproduktion am Bruttoinlandsprodukt haben. Um das möglich zu machen, ist es nötig, dass wir unnötige Bürokratie abbauen, dass wir große Vorhaben der Europäischen Union, zum Beispiel das Telekom-Paket oder auch das EU-Patentregime, wirklich schnell jetzt implementieren, dass wir an allen Stellen darauf verzichten, neue Hürden aufzubauen, dass wir auch, was die Energieversorgung anbelangt, für unsere energieintensive Industrie die richtigen Rahmenbedingungen finden. Sie wissen, dass Deutschland hier im Augenblick in einem sehr intensiven Gespräch mit der Kommission ist. Und wir haben uns auch dafür ausgesprochen, dass das EU-Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union mit den USA, TTIP, ein wichtiger Baustein sein kann, um Wachstumschancen zu verbessern. Heute stand die Diskussion ganz im Lichte des Energie- und Klimapakets, das dann im Herbst verabschiedet werden soll. Wir haben den Kommissionsvorschlag als eine gute Ausgangsposition genommen und werden an diesem Vorschlag weiterarbeiten. Sie wissen, es geht hier um eine Reduktion der CO2-Ziele bis 2030 um 40% bezogen auf 1990 und um einen Anteil der erneuerbaren Energien von 27% mindestens. Wir hätten gerade auch beim Ziel zu den erneuerbaren Energien durchaus weitergehen können, aber im Sinne eines Kompromisses haben wir diese Grundlage der Kommission als eine sehr gute Ausgangsgrundlage angesehen und sehen es auch weiter an. Die Diskussion rankte sich dann vor allen Dingen natürlich um diese Zielsetzungen, auch um die Frage, wie können wir das erreichen, aber auch um die Energieversorgung insgesamt. Sie können sich vorstellen, dass angesichts der Lage jetzt auch im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland die Frage der Diversifizierung der Energiesysteme eine große Rolle gespielt hat, die Frage der Verbindung der Energiesysteme zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Hier haben wir Fortschritte erzeugt, aber wir
sehen zum Beispiel, dass die Iberische Halbinsel, das hat heute eine sehr große Rolle gespielt, noch nicht ausreichend mit dem restlichen europäischen Energiemarkt verbunden ist. Und deshalb wollen wir hier Fortschritte erzielen. Wir haben die Kommission auch gebeten um eine vertiefte Studie bis Juni 2014, um unsere Energieabhängigkeiten darzustellen und gegebenenfalls Vorschläge für eine weitere Diversifizierung zu machen. Und wir sind uns auch klar, wie wichtig die Solidarität in Bezug auf die Energieversorgung zwischen den Mitgliedstaaten ist. Wir haben dann in einem letzten Teil uns mit der Vorbereitung des EU-Afrika-Gipfels befasst, der ja in wenigen Tagen auch hier in Brüssel stattfinden wird. Es ist selbstverständlich zu sagen, dass Afrika als der Nachbarkontinent ein extrem wichtiger Partner für uns in Europa ist, wo es große Herausforderungen gibt, aber eben auch sehr große Chancen. Afrika ist ein sehr junger Kontinent und deshalb werden wir uns auf diesem Gipfel dafür einsetzen, dass die grundlegenden Werte von Achtung der Menschenwürde, Demokratie, guter Regierungsführung, wirklich auch Schwerpunkte sind der Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Afrika. Denn in Zeiten des Internets wird das Thema gute Regierungsführung und Verlässlichkeit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie eine zunehmend wichtige Rolle spielen, weil die Menschen in den Ländern eben auch wissen, wie ihre Regierungen leben, wie ihre Regierungen arbeiten, welche Formen von Korruption es gegebenenfalls gibt. Und so wird das eine sehr intensive Diskussion werden. Sie wissen, dass wir in einigen afrikanischen Ländern auch mit militärischen Missionen tätig sind und deshalb werden wir auch in besonderer Weise über die Ertüchtigung afrikanischer Staaten und Regionalorganisationen zur Wahrung der Stabilität und Sicherheit eine zentrale Rolle einnehmen. Das ist die sogenannte Enable und Enhance-Initiative, das heißt eine Befähigungsinitiative und eine Verstärkungsinitiative. Hier geht es um Ausbildung, Ausrüstung und Beratung, natürlich damit dann afrikanische Länder bzw. wie gesagt auch die Regionalorganisationen in der Lage sind, ihre eigenen Sicherheitsinteressen in Zukunft auch besser alleine zu vertreten. Wir werden natürlich auch über die wirtschaftliche Zusammenarbeit sprechen. Wir wissen, dass andere Länder außerhalb Europas sehr enge Beziehungen in den letzten Jahren zu Afrika geknüpft haben. Und deshalb wollen wir an dieser Stelle auch zum Teil wieder aufholen. Wir brauchen langfristige Kooperationen und das Angebot der Europäischen Union läuft auf eine nachhaltige Kooperation zwischen den beiden Kontinenten Europa und Afrika hinaus. Sie sehen, die Tagesordnung war voll mit aktuellen, aber auch langfristig sehr fordernden Zielen und insofern war es ein intensiver Rat, aber ein Rat, der gezeigt hat, egal wie schwer das Problem ist, egal wie fordernd die Aufgabenstellung ist, wir haben eine gemeinsame Position gefunden und so fahre ich dann auch diesbezüglich sehr zufrieden nach Hause. Europa hat einmal mehr gezeigt, dass es auch auf aktuelle Herausforderungen sehr gemeinsam und sehr geschlossen antworten kann. Und ich glaube, dieses Signal war dringend notwendig, aber es ist auch von uns allen erbracht worden. Dann geht die erste Frage an Herrn Busse. Hier bin ich. Herr Jasenjuk hat darum gebeten, dass die Europäer die Ukraine jetzt mit Gas beliefern, weil die Preise aus Russland zu hoch sind. Vielleicht können Sie uns sagen, wie Sie diese Möglichkeit einschätzen und ob Sie uns vielleicht einen kleinen Ausblick geben könnten auf die nächste Woche, wenn Sie in Den Haag einerseits das G7-Treffen haben, andererseits eine Möglichkeit vielleicht zu einem Gespräch mit Russland besteht. Mit welchen Erwartungen gehen Sie dahin? Ja, das, was der ukrainische Ministerpräsident angesprochen hat, das ist ja ein Projekt, an dem der Energiekommissar Günther Oettinger schon seit geraumer Zeit mit vielen Akteuren arbeitet. Da geht es um den sogenannten Reverse Flow über die Slowakei zurück in die Ukraine. Und auch deutsche Energieunternehmen haben gesagt, welche Energiemengen sie frei verfügbar hätten, um sie in die Ukraine zu liefern.
Man muss sagen, dass der ukrainische Gaspreis bis jetzt besonders niedrig war. Viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union zahlen für 1000 Kubikmeter mehr, als die Ukraine in letzter Zeit gezahlt hat. Das heißt, man hat auf der einen Seite die technische Frage und auf der anderen Seite natürlich die Preisfrage. Aber da wird es auch bei den europäischen Anbietern schwer werden, einen billigeren Preis zu vereinbaren, als das jetzt im Augenblick die Ukraine zahlt. Und zweitens, mit welchen Erwartungen fahre ich jetzt nach Den Haag? Also das Zentrum ist nach wie vor der sogenannte Nuclear Summit, wo es also um die Frage der nuklearen Sicherheit im umfassenden Sinne geht, von der Kernwaffe bis hin zu den medizinischen Kernquellen. Das heißt, wir haben hier weiter an diesem Werkstück zu arbeiten. Wir haben vereinbart, dass wir am Rande dieses Treffens ein G7-Treffen haben. Und natürlich werden auch die Gespräche sicherlich gesucht werden. Russland ist ja auf der Ebene des Außenministers, soweit mir das bekannt ist, dort vertreten. Und dann schauen wir mal, wie die Lage am Montag aussieht. Vielleicht haben wir ja zum Beispiel das Thema OSZE auch vorher gelöst. Man kann das eigentlich schlecht im Augenblick immer voraussagen. Herr van Kampen. Bundeskanzlerin, Sie haben ja gesagt, dass eben an der Frage OSZE-Kontaktgruppe auch jetzt hier weitergearbeitet wird. Haben Sie Signale, dass das vielleicht zum Wochenende passieren könnte? Und werden Sie nochmal Kontakt haben mit dem russischen Präsidenten telefonisch? Es hat jetzt heute eine Reihe von Kontakten gegeben. Ich muss Ihnen sagen, ich warte auf das Ergebnis und beteilige mich jetzt nach verschiedensten Erfahrungen der letzten Tage nicht an Prognosen, wann etwas gelingen könnte. Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet und Sie werden sofort informiert, wenn es klappt. Ich bleibe bei meiner Bewertung. Es wäre gut und wünschenswert, wenn es zu einer solchen OSZE-Mission kommt. Wir haben allerdings auch gesagt, wenn es zu ihr nicht kommt, dann stehen wir für eine EU-Mission bereit. Aber die OSZE-Mission würde ich für das bessere Signal halten. Der Tag heute hat noch ein paar Stunden. Morgen gibt es auch wieder einen Tag. Aber es drängt eigentlich, dass eine solche Mission jetzt beschlossen wird. Gleich daneben Frau Gamelin. Ja, Frau Bundeskanzlerin, ich würde gern kurz zu einem anderen Thema schwenken, nämlich den Klimazielen. In der Abschlusserklärung ist ja jetzt nun kein Klimaziel für 2030 erwähnt, sondern allgemein wird da der Vorschlag der EU-Kommission willkommen geheißen. Meine Frage an Sie ist jetzt, lesen Sie die Abschlusserklärung so, dass die EU demnächst in naher Zukunft ein Reduktionsziel beschließen wird, das bis 2030 40% Minderung vorsieht? Und dazu die Frage, wenn ja, wie wollen Sie die Länder rund um Polen, die ganz klar sagen, wir trust in our coal, wie wollen Sie die überzeugen, da mitzumachen? Danke. Wir haben ja heute eine solche abschließende Beschlussfassung noch nicht treffen können, weil eben diese Fragen noch zu klären sind. Wie können wir alle auf dieses Ziel auch vereinen? Wenn die Ausgangsposition der Kommission eine gute ist, dann habe ich ja auch deutlich gemacht, dass wir dieses 40%-Ziel uns sehr gut vorstellen können. Es ist ein EU-weites Ziel, das heißt, die einzelnen Mitgliedstaaten werden dazu unterschiedliche Beiträge erbringen. Das eröffnet uns Spielräume für die Verhandlungen, aber bis zu einer endgültigen Beschlussfassung dauert es noch einige Monate. Es wird noch harte Arbeit erfordern. Ich bin trotzdem verhalten optimistisch, dass wir dann zum Schluss ein solches Ziel erreichen können. Herr Feld, da in der zweiten Reihe. Frau Bundeskanzlerin, zwei Fragen. Einmal in der aktuellen Situation, wie sehen Sie da die Rolle der NATO? Und zweite Frage zur EU-Wahl und zum EU-Kommissionspräsidenten. Das fokussiert sich ja momentan auf so einen Zweikampf zwischen Schulz und Juncker. Aus Ihrer Sicht, welchen Eindruck könnte das bei den Wählern am Ende hinterlassen, wenn es dann doch jemand anders wird? Danke sehr. Also mit diesen Fragen kann ich mich jetzt im Augenblick gar nicht beschäftigen. Wir haben vor kurzem den Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei aufgestellt. Sie kennen die vertragliche Situation. Im Lichte der Europawahl wird der Rat dann einen Vorschlag machen und der Kommissionspräsident im Parlament gewählt. Das heißt, die beiden Institutionen werden sehr eng zusammenarbeiten. Die Spitzenkandidaten sind gewählt und benannt worden von ihren jeweiligen Parteienfamilien mit dem Ziel, dass sie Kommissionspräsident werden. Jetzt müssen wir den Ausgang der Wahl abwarten und dann werden wir diskutieren. Wir werden als Rat natürlich auch schauen, welche Arbeit stellen wir uns vor, welche Aufgaben haben wir und dann wird man das alles zusammenfügen. Und
Ja, die NATO hat naturgemäß beim Europäischen Rat jetzt keine zentrale Rolle gespielt, aber sehr viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind auch Mitgliedstaaten der NATO. Das heißt, die NATO hat ihre Schutzverpflichtungen, das kennen wir, und zu denen stehen all die Länder, die Mitgliedstaaten der NATO sind, und Deutschland ist das, also kennen wir alle den Artikel 5. Der Herr in der vorletzten Reihe da, genau. Danke. Danke, Bojan Panczewski von der Sunday Times. Frau Bundeskanzlerin, Sie sind ein Kind des Kalten Krieges und gewissermaßen stehen Sie jetzt im Mittelpunkt der Ankündigung einer neuen Konfrontation mit Russland, zwischen Westen und Russland. Wie geht es Ihnen dabei und worauf sollen wir uns einstellen? Danke. Ja, ich habe ja glücklicherweise den Kalten Krieg, wie wir alle, hinter mir lassen können. Und ich glaube auch, dass Geschichte sich nicht einfach wiederholt. Aber ich habe an anderer Stelle im Deutschen Bundestag auch gesagt, dass man mit den Methoden des 19. und 20. Jahrhunderts die Konflikte des 21. Jahrhunderts mit Sicherheit nicht erfolgreich lösen kann. Wir sind heute global alle aufs Engste verflochten. Wir sehen das an den vielen bilateralen und multilateralen Formaten, in denen wir normalerweise zusammenarbeiten, zum Wohle aller Partner. Und ich glaube, dass jeder, der einen Beitrag dazu leistet, dass solche Formate nicht mehr stattfinden können, weil eben internationale Regeln verletzt werden, früher oder später merkt, dass das zu seinem eigenen großen Nachteil ist. Und das ist das Bewusstsein, in dem ich jetzt die Konflikte versuche auch mit zu lösen, soweit das möglich ist. Aber zur Lösung von Konflikten gehören auch immer mehrere Partner. Wir haben einen Dreiklang von Gesprächen, von Sanktionen und von Hilfe für die Ukraine. Und in diesem Dreiklang haben wir jetzt ja auch an diesem Rat miteinander gearbeitet. Frau Riedel hier vorne. Mit Mikro bitte. Diversifizierung, ich würde gerne noch mal drauf zurückkommen. Energiemix ist bekanntlich Sache der einzelnen EU-Länder. Trotzdem würde mich interessieren, wie die Diskussion da läuft. Also zum Beispiel auch Konsequenzen für Deutschland. Wenn man mehr auf Flüssiggas setzen will, muss man dann Terminals bauen. Und wie verläuft die Diskussion innerhalb der EU-Länder oder zwischen den EU-Ländern, beispielsweise auch mehr Flüssiggas aus den USA zu importieren, das ja dann aus Fracking käme, was in einigen EU-Ländern verboten ist. Also könnten Sie uns dann ein Stück mitnehmen, wie die Diskussion da verläuft? Ja, wir haben jetzt nicht die Energiepolitik jedes einzelnen Landes dort deutlich gemacht. Es gibt eine Reihe von Ländern, die sind zu 100% zum Beispiel von russischem Erdgas abhängig, andere zu ein großer Teil mehr als 10 zu mehr als 50%. Das heißt, das Thema der Diversifizierung hat heute eine große Rolle gespielt. Wenn Sie die einzelnen Länder durchgehen, werden Sie aber auch viele Beispiele finden, dass auch diversifiziert wird. Und da wird nach der Auffassung vieler könnten, wenn die USA sich entscheiden sollten, das Fracking-Gas zu exportieren, dazu brauchen sie auch erstmal die geeignete Infrastruktur, dann könnte das eine Komponente werden. Ich will allerdings noch mal darauf hinweisen, es hat dort eine große Rolle gespielt, dass wir gesagt haben, alle nicht gebrauchte Energie muss auch nicht importiert werden. Das heißt, Energieeffizienz, Energiesparen sind erstmal wichtige Voraussetzungen. Zweitens, wir wollen die CO2-Anteile reduzieren. Das heißt, was immer man auch im Bereich der erneuerbaren Energien vernünftigerweise machen kann, sollte gemacht werden. Dann wird man auf fossile Brennstoffe nicht völlig verzichten können. Hier spielt dann Erdgas eine wichtige Rolle. Und hier wird im Abschlusstext dann nochmal eben auf das verflüssigte Gas hingewiesen. Das muss ja nicht nur aus Amerika kommen, das kann auch aus der Golfregion kommen. Dann wird darauf hingewiesen, dass wir auch die Südleitungen, also zum Beispiel TAP, als eine Leitung weiter ins Auge fassen. Und dann wird nochmal darauf hingewiesen, das war vielen ganz wichtig, insbesondere Spanien und Portugal, dass die Verbindung von der Iberischen Halbinsel nicht nur im Strombereich, sondern auch im Gasbereich zum Beispiel besser gestaltet werden müssen, damit diese Länder auch eine faire Chance haben, an dem gesamten an der gesamten Verteilung in der EU überhaupt teilzunehmen. Das könnte eine Diskussion sein, die werden die Infrastrukturpolitiker sicherlich führen. Wir haben ja mit Wilhelmshaven eigentlich einen Tiefseehafen,
bei dem schon mal ein LNG-Terminal angedacht war, dann sind die Anbieter, darauf beziehen sie sich sicherlich auch, dann sind die Anbieter, haben sich zurückgezogen aus finanziellen Gründen. Aber wenn da eine größere Nachfrage wäre, dann könnte sich das auch wieder ändern. Aber das hat heute hier in den Beratungen keine Rolle gespielt. Noch drei. Okay, Herr Rinke. Ja, direkt da anknüpft, Frau Bundeskanzlerin, auch zum Thema Energieunabhängigkeit. In den letzten Jahren hat man ja gesehen, dass russische Firmen, vor allem Gazprom, nicht nur Gas liefern, sondern sich zunehmend beteiligen an Infrastruktur, in Energieinfrastruktur, auch in Deutschland, anderen europäischen Ländern. Sehen Sie das eigentlich unter dem Licht der jetzigen Entwicklung als Problem und finden Sie, dass Deutschland und die EU dort einschreiten müssten? Ich finde nicht, dass man einschreiten muss. Ich glaube nur, dass wir natürlich jetzt schon in einem Zustand einer größeren Verunsicherung über das, was vorgefallen ist, leben. Aber ich hoffe doch, dass man auch zu Verlässlichkeit dann weiterkommen kann. Aber das Vertrauen, das sieht man ja auch an vielen Ereignissen, auch auf den Märkten, das Vertrauen ist schon erschüttert. Frau Fiebrich. Auf der anderen Seite haben wir bislang keine negativen Erfahrungen gemacht. Das zählt auch viel. Ich habe immer wieder gesagt, selbst im Kalten Krieg sind die Gasflüsse, die Erdölflüsse gut gelaufen. Aber wenn ich die Diskussion auch von den Kollegen verfolge, ist es schon auch eine gewisse Verunsicherung. Frau Merkel, was halten Sie vom Vorschlag des Erweiterungskommissars Stefan Füle, der Ukraine jetzt eine echte Beitrittsperspektive zu eröffnen? Und ist die Unterzeichnung des politischen Teils des Abkommens erster Schritt, dass die Ukraine irgendwann ein Mitglied der Europäischen Union wird? Das Assoziierungsabkommen steht für sich und ich rate uns jetzt auch gemeinsam erst einmal die Diskussionen in der Ukraine abzuwarten. Wir haben heute einen wichtigen Schritt getan. Viele Menschen sind auf die Straße gegangen, haben dafür protestiert und sind dafür eingetreten, dass dieses Assoziierungsabkommen, und heute ist der erste Teil davon, auch unterzeichnet wird. Wir werden daraus sehen, dass es eine engere Handelsverpflichtung, insbesondere für ukrainische Importe nach Europa gibt. Ich glaube, das ist in der augenblicklichen wirtschaftlichen Situation sehr wichtig. Und dann rate ich dazu, dass wir die Wahlen abwarten. In diesem Wahlkampf wird sicherlich die Orientierung der Ukraine in Richtung Europa, ja oder nein, wie schnell, eine große Rolle spielen. Und erst dann kann sich die Europäische Union mit der Frage befassen. Mit dem Assoziierungsabkommen haben wir einen deutlichen Hinweis gegeben, dass wir die Ukraine gerne näher an uns binden und mit uns zusammenbringen. Dann die letzte Frage von Herrn Wöhlenweber da hinten, letzte Reihe. Frau Bundeskanzlerin, halten Sie es für denkbar, dass Sie sich auf dem Nuclear Summit auch mit Wladimir Putin treffen, oder wäre das im Moment nicht opportun? Und die zweite Frage, Yatsenyuk sprach ja davon, von einer Verdopplung der Gaspreise. Nun sind es ja faktisch durch die Streichung des Rabattes irgendwas zwischen 25% und 33%. Ist das seriös, wenn man das hier auf dem Gipfel öffentlich kundtut? Ja, wir haben ja das Recht der freien Rede, also was werde ich die... Wie bitte? Aber die Zahlen von Yatsenyuk waren ja falsch. Ich weiß nicht, was müssen Sie mir nochmal sagen, was er... Yatsenyuk sprach von einer Verdopplung der Gaspreise, die Russland durchgesetzt hätte, und Russland hat ja den Rabatt von 100 Euro pro 1000 Kubikmeter, wie Sie ja eben auch erklärt hatten, gestrichen. Das ist halt faktisch nur 25% oder 33%. Damit würde ja weiter, wenn man von einer Verdopplung spricht, Öl ins Feuer gegossen, und das ist doch keine seriöse Art. Gut, ich finde, der Sachverhalt ist ja schnell aufgeklärt worden, insofern die Preise sind ja bekannt, also da möchte ich mich jetzt nicht dazu äußern. Und dann nach meinem Kenntnisstand, und ich habe darüber auch mit dem Gastgeber, dem niederländischen Premierminister, gesprochen, hat der russische Präsident Wladimir Putin seit Wochen abgesagt, also sehr früh schon abgesagt, und es kommt nach meinem Kenntnisstand, ich muss das immer sagen, vielleicht wissen Sie etwas anderes, der russische Außenminister, und deshalb stellt sich die Frage eines Treffens mit dem russischen Präsidenten nicht, wenn er nicht da ist. Danke Ihnen, auf Wiedersehen.